Das sind nur einige nackte ehemalige Miss USA. Hier gibt es kaum etwas zu sehen. Alyssa Campanella, Shanna Mogler, Shandy Finisay und Susie Castillo haben ihre Hüllen fallen lassen. Und zwar für eine neue Werbekampagne für die Tierschutzorganisation PETA. Die Kampagne sagt, dass man sich schön in seiner Haut fühlen soll und Tiere sollen ihre Haut behalten. Die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbes erhält manchmal einen richtigen Pelz. Die Damen hoffen nun, dass sie diese Gewohnheit beenden können. Die Kampagne gibt auch an, dass die Tiere, die ihren Pelz geben, oft Elektroschocks erhalten haben, untergetaucht wurden, geschlagen wurden oder ihnen wurde lebendig die Haut abgezogen. Das ist wirklich gemein. Und es gibt Alternativen. Es können andere Stoffe gekauft werden oder man schließt sich der Kampagne einfach an.